Ich kannte mal ein kleines Mädchen. Es lief gerne barfuß, konnte in Dauerschleife rülpsen und auf die höchsten Bäume klettern. Es lebte in einem vierstöckigen Haus mit Kindern, die anders aussahen als das Mädchen. Es träumte davon zu fliegen und so lange zu lachen, bis es Konfetti regnete. Im wahren Leben lernte es lesen, schreiben, rechnen. Oft fehlten ihm die Worte. Das Mädchen hörte immer wieder, dass es im Leben doppelt so viel leisten müsse wie andere Kinder. Nur dann würde seine Stimme auch gehört. Als die Deutschlandstiftung Integration 2008 gegründet wird, ist aus dem Mädchen eine junge Frau geworden. Eine Frau, die ihren Migrationshintergrund immer mit sich trägt, ob sie will oder nicht. Er ist in Deutschland offenbar wichtig. Ja, ich erinnere mich eigentlich noch ganz gut, dass wir uns bei der JIK das erste Mal gesehen haben, bei der Bundeskonferenz in Berlin. Ja, stimmt. Und dann habe ich... Da hast du so eine tolle Frage gestellt. Und dann habe ich dich gefragt, ob du meine Mentorin sein wolltest. Und dann hattest du gesagt, ja. Als ich dann in der Tür stand, erstmal einatmen, ausatmen, innerlich jubeln. Man muss sich persönlich gegenüber sitzen und dann kann man entscheiden, ob, ich sage immer, der Bauch-Nasen-Faktor stimmt. Dass ich wirklich eine Person habe, wo ich die Handynummer habe, wo ich irgendwie weiß, ich kann die Person kontaktieren, wenn irgendwie was Wichtiges ist. Und das finde ich bei dem Stipendium einzigartig. Ich finde das Stipendiumprogramm von Geh deinen Weg total toll, weil es eine Zielgruppe adressiert, die mir auch sehr am Herzen liegt. Ich musste mich irgendwie alleine durchkämpfen. Umso mehr bin ich überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir diese Programme haben. Als Vorstandsvorsitzender hat man immer das Risiko, dass man irgendwann im Elfenbeinturm lebt. Und in der Interaktion mit jungen Menschen im Mentoring-Programm, da erlebe ich, was bewegt die Menschen, was motiviert sie, aber auch, wo sind Probleme. Und das stellt wirklich sicher, dass ich immer am realen Leben teilnehme. Mir persönlich war es wichtig, dass man offen zueinander ist, ehrlich und auch kritische Fragen stellen darf. Und das hat, glaube ich, im Rahmen der zweijährigen Beziehung sehr, sehr gut geklappt. Menschen mit ausländischen Wurzeln leben seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik. Sie arbeiten, zahlen Steuern, schicken ihre Kinder zur Schule. Trotzdem fühlen sich manche von ihnen nicht zugehörig. Richten soll es eine bessere Integration ins Bildungssystem, in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft. Eine große Aufgabe. Dabei will die Deutschlandstiftung Integration mithelfen. Ihr Herz ist bald so groß wie ihr Name. Unterstützung für ihre Arbeit gibt es von den Unternehmenspartnern der Stiftung. Der Deutschen Telekom, Edeka, Coca-Cola, der Postbank, Daimler. Sie haben verstanden, dass Vielfalt ihre Unternehmenskultur stärker macht. Angela Merkel ist von Anfang an Schirmherrin der Stiftung. Dass die Themen Migration und Integration einmal ihre größte Herausforderung als Bundeskanzlerin werden, ahnt sie da wahrscheinlich noch nicht. Es beginnt mit einer herausgestreckten Zunge in Schwarz-Rot-Gold. Elias Mbarek und Magdalena Brzeska sind Promis, die unter Zuwanderern dafür werben, Deutsch zu lernen und zu Hause zu sprechen. Es ist der erste große Auftritt der Stiftung, eine Bitte mitzumachen. Nur so klappt Integration. Die darauffolgende Kampagne wird bis in die Stadien der Fußball-Bundesliga getragen. Sie zeigt Kinder aus Einwandererfamilien. Vorbilder für eine Generation, die hier geboren ist, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, sich in Deutschland zu Hause zu fühlen. Geh deinen Weg. Geh deinen Weg ist mehr als eine Ermutigung. Das Stipendienprogramm fördert seit nun 6 Jahren Talente mit Migrationshintergrund. Alma und Raffi, Ming Sung und Mahmoud, auch das kleine Mädchen ist dabei. Die Deutschlandstiftung Integration bringt sie mit Mentoren aus Politik und Wirtschaft zusammen. Darunter waren Bundesministerin Katharina Barley und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, der heute Stiftungsratsvorsitzender ist. Die Mentoren begleiten die jungen Menschen beim Einstieg in ihr Berufsleben, sind Gesprächspartner und Türöffner. 10 Jahre Deutschlandstiftung Integration. Das heißt 10 Jahre Einsatz für eine offene Gesellschaft. In ihr sollen alle Menschen gleiche Chancen haben, unabhängig von ihrer Herkunft. Mein Name ist Lorna Ischema. Ich war das Mädchen aus der Geschichte am Anfang. Deutsch ist die Sprache, mit der ich arbeite, in der ich denke und träume. Dieses Land ist meine Heimat. Ich bin meinen Weg gegangen und ihr könnt es auch.